Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg. Zack, so unser Interregio ist unterwegs zurück ins Mittelstädtchen sozusagen von der Linie. Hier nach Shantou. Jetzt haben wir aber das Problem, das Ding fährt nur eingleisig. Und hier übrigens, die Triangle Bridge. Schöne Idee von euch, könnte man so nennen. Das müsste man irgendwie noch anschreiben können, das wird aber nicht funktionieren. Aber irgendwie cool, das ist halt irgendwie alt und früher ist man hier mit Kutschen rumgefahren und so weiter. Ja, kann ich mir gerade sehr schön vorstellen. Gut, jetzt schauen wir mal, was der Kollege hier für ein Problem hat. Also, das ist nur eingleisig, das wollen wir nicht. Ihr habt einiges in die Kommentare geschrieben, habe ich gesehen. Ich habe noch nicht alles gelesen, aber einen Teil davon. Hier ist natürlich das Grundproblem. Das hier ist ein Durchfahrtsgleis. Deswegen funktioniert das Ganze so nicht richtig. Ist aber logisch, weil wir haben hier in der Linie... Ja, das Ganze ist natürlich noch nicht fertig. Hier fährt er von Koch in der letzten Stadt zurück nach Beach Resort. Das heißt, er hält hier nicht mehr an. Dann kann er eben das Durchfahrtsgleis natürlich nutzen. Ich würde sagen, wir spendieren dem Kollegen hier mal ein Gleis. Vielleicht sogar so. Mal gucken, das müsste eigentlich vernünftig aussehen. Okay, da müssen wir aber die Terminalbelegung dann noch ändern. Machen wir den hier, dann sehen wir bei der Linie. Ja, da ist noch nicht viel passiert, da müsste noch mal eins rüber und das werden wir ihm jetzt sagen. Wobei, können wir ihm eigentlich nicht sagen. Wisst ihr warum? Weil er das nicht machen muss. Er fährt ja später hier zurück. Wobei, ja doch, können wir natürlich trotzdem. Ich mach's mal, Moment. Wenn wir hier die Linie haben. Da haben wir sie doch. Wir würden gerne in Shantou. Ja, die 1 ist okay. Und dann aber bei der Zurückfahrt, er fährt halt nicht so zurück. Nein, er fährt so nicht zurück, stimmt. Ist das eine Rundlinie im Endeffekt? So wie sie geplant ist? Nee, der fährt wieder zurück. Wir machen hier mal Shantou rein. Das stimmt dann zwar nicht, das ist ja Käse. Wir müssen eigentlich erst die Linie eigentlich fertig bauen, beziehungsweise die Strecke. Dann wird es stimmen, weil dann sucht er sich hier sowieso einen anderen Haltepunkt wahrscheinlich. Wir können aber mal Folgendes machen, Haltestelle hinzufügen. Jawohl, geht da automatisch rüber. Hihi, dann ist hier eingleisig. Da fehlt dann dort wahrscheinlich irgendwie eine Weiche. Jetzt ist es einfach überall eingleisig. Wie gut ist das denn? Heiliges. Verstehe ich da trotzdem nicht. Der müsste hier doch ins Zweigleisige reingehen. Warum kriegt er das nicht hin? Fehlt hier denn eine Weiche? Wenn wir hier so diesen hier haben. Er fährt natürlich wieder falsch rum. Aha, ja gut. Dann müssen wir einfach die Dinger hier drehen. Linie verwalten. Er muss hier in die 1. Und hier an die 2. Und jetzt? Jawohl. Jetzt wird ein Schuh draus. Ach, guck mal. Ja, das Blöde ist halt nur, dass der Fahrplan so eigentlich nicht stimmt. Weil hier nach Kochi kommt natürlich ein anderes Städtchen. Aber das können wir ja machen. Und die Wegpunkte, Leute, das habe ich gesagt. Das habe ich gesehen, habe ich schon wieder geschrieben. Wegpunkte machen, ist klar. Danke für den Tipp. Habe ich aber gesagt, die machen wir am Schluss. Weil das ist sonst irgendwie ein komplettes Durcheinander. Also das würde ich tatsächlich erst am Schluss machen. Jetzt sind wir hier angekommen in Kochi. Kochi hat noch keine Busse. Ich würde trotzdem gerne an der Strecke weiterbauen. Oder vielleicht sogar sollen wir hier mal etwas Erstes noch machen. Hier beim Beach Resort. Oder sollen wir die Strecke erst fertig bauen? Das ist natürlich ein bisschen die Qual der Wahl. Lass mich mal gucken, was wir hier an Assets haben. In Sachen Beach. Wir haben einiges. Da haben wir Palmen und Zeugs. Hier haben wir eine Baustelle hier drin. Hätte natürlich auch noch was. Hier die Absperrung. Habe ich schon mal geladen. Dass wir hier irgendwie dann eben was machen. Nicht ein LKW. Oder ein Parkplatz. Oh, die Parkplätze muss ich auch wieder laden. Ja, stimmt. Hey, wo haben wir denn jetzt die Beach-Sachen? Irgendwo waren die doch. Hier. Wasser. Hotel. Also Hotel-Assets. Was ist das hier? Schauen wir mal. Ja, so ein ganz kleines Gebäude. Das wäre sogar wirklich etwas. Eigentlich für hier hin, oder nicht? Oder sollen wir erstmal bemalen? Es ist halt wirklich ein bisschen die Qual der Wahl, was wir jetzt machen. Auf der einen Seite. Aber da können wir schon sehr nette Sachen machen hier. Mhm, machen wir. Ich würde trotzdem vorschlagen, lass uns erst die Strecke bauen. Dann haben wir hier ein paar Züge, die reinfahren. Das ist doch besser. Und dann machen wir, ich würde sagen, nach und nach dann immer wieder dort was. Was haben wir denn jetzt gesagt? Wollen wir noch hier rauf? Jawohl. Dahin, dann hier hin und dann hier zurück in den Bahnhof rein. Genau, das war die Grundidee. Und hier? Ja, durch die Stadt durch, ganz klar. Wir kommen hier rein, auf der Seite. Hat eigentlich jemand mein altes Gleis gesehen? Also dieses andere Schnellbau. Das ist nicht, was ich suche. Moment, wo ist mein Gleis? Nö, das ist wieder was anderes. Irgendwie ist das weg. Moment, wenn wir hier mal hier drauf gehen. Oder hier. Nö, ist wieder was anderes.
Ja, da sind sie doch. Irgendwie wurde das jetzt anders unterteilt. Okay. Brauche ich die überhaupt? Eigentlich nicht. Ich hätte trotzdem gern die schnellen. Also, irgendwie so. Ja, da gucken mal. Doch, hier mit dem Bogen hier durch, fände ich schon sehr schön. Funktioniert das so? Nee, leider nicht. Muss ich in kleinen Schritten machen. Würde gerne, wenn es irgendwie geht, den Großteil erhalten. Ja, schauen mal. Also, das ist natürlich dann weg, das ist klar. Dann komme ich hier nicht rüber. Dann machen wir die Straße weg. Zack. Okay. Und gucken. Weil, ja, im Endeffekt, die Stadt baut die Sachen sowieso immer gleich wieder hin. Das kennen wir. Hier machen wir das Ganze so. Ja, wobei, nee, machen wir anders. Dann machen wir mal weg. Jetzt haben wir eh abgerissen. Machen wir das so. Oder von hierher kommend diesen hier. Und dann diesen hier. Jawohl. Wunderbar. Soll ich gleich mal eine Weiche... Oh, was habe ich denn jetzt für ein Gleis erwischt? Verwittertes. Oh, das ist natürlich auch cool. Das ist natürlich sehr cool. Sollen wir hier ein bisschen steinaltes Gleis machen, dass wir das auch mal haben? Das würde natürlich zu einer Dampflok noch passen. Finde es aber cool, weil diese Gleise, die gibt es halt schon ewig. Ich würde mal durch die Stadt durch das Ganze gerne so haben. Finde ich eigentlich tatsächlich cool. Das Ganze aber gerade. Ist das halbwegs gerade? Jawohl, da wird ein Gebäude entfernt, das ist klar. Dann geht das irgendwie hier lang. Und dann geht das hier irgendwie rüber. Macht das hier einen Schlenker ein bisschen. Ist aber, glaube ich, in Ordnung. Da wieder an die Straße ran. Die dann sowieso fertig ist. Okay, zweites Gleis. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das okay ist mit diesem Gleis. Das haben wir sonst ja relativ schnell wieder gewechselt, natürlich. Wir haben auch noch Bahnübergänge. Lass mich hier mal schnell gucken. Das war ein wirklich schöner Bahnübergang, wie ich finde, aber... Ja, wir haben massenhaft Bahnübergänge. Wir ersetzen mal. Nee, das gefällt mir nicht. Eigentlich war das, was wir hatten, fast am besten. Das weiß man dann immer danach. Nee, unbeschrankt. Na... Ist auch nicht so, was ich eigentlich haben möchte. Lasset mich mal. Das ist, glaube ich, auch unbeschrankt. Ja, ist auch unbeschrankt. Haben wir immer noch was mit Schranken. Stadt City. Ja, sieht gut aus, ist aber auch ohne Schranke. Habe ich jetzt hier irgendwie eingestellt, dass wir das ohne Schranken am Bahnübergang. Hier ist eine Schranke. Ja, passt. Können wir machen. Hier haben wir noch einen kleinen Hügel. Ja, kriege ich so nicht weg, sonst huckelt das Gleis. Ich finde aber das Gleis tatsächlich irgendwie sehr, sehr cool. Gut, das haben wir. Jetzt haben wir im Prinzip einen Zaun gemacht bei den anderen Gleisen, die durch die Stadt durchführen. Das würde ich hier gerne auch machen. Das ist relativ schnell gemacht. Wenn ich hier die Zäune finde, da sind sie doch. Was machen wir denn hier für einen Zaun? Vielleicht sogar eine Mauer? Hier haben wir eine Mauer. Lass uns hier eine Mauer bauen. Irgendwie ab hier. Bis irgendwie hier hin. Einmal fertig. Das ist schon cool. Gefällt mir extrem gut, dieses Mauern bauen. Achso, ich muss wieder auf. Ach, wir können ja mal die Kurve testen. Macht das eine Kurve? Nö, muss ich einfach bis hier hin bauen. Aber wie mache ich denn hier eine Kurve? So schon mal nicht. So ist auch keine Kurve. Ich baue das in kleinen Schritten. Zack, einmal so. Einmal so. Einmal zack, so. Fertig. Und hier oben das Ganze auch nochmal. Gerade anklicken, dann funktioniert es auch. Wir schauen uns das dann gleich mal an, natürlich. Ja, finde ich, muss ich gestehen, schon sehr cool. Jetzt hier mit diesem alten Gleis. Ich drücke eigentlich Shift. Mach mal. Jawohl, genau. Dankeschön. Fertig. Andere Richtung. Ja, würde ich sagen, hier noch. Das lohnt sich halt schon. Das geht relativ zügig. Und sieht dann halt gleich wirklich viel, viel besser aus, finde ich. Fertig. Ja, hier das gleiche auch nochmal. Machen wir nochmal die Kurve. Nein! Verrutscht. Kann ich hier nochmal weg? Fertig. So, wieder gerade. Beziehungsweise, ja, die Kurve, aber ich mache jetzt mal den hier. Ja, jetzt passt. Bis irgendwie hier hin. Hier ist so die Einfahrt in die Stadt rein. Ist das okay? Ja, ich denke schon. Doch, das sieht doch nett aus. Vor allem wirklich mit diesem verwitterten Gleis. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Gut, dann haben wir das. Was jetzt hier noch fehlt... Ist eine Weiche, die hätte ich gerne relativ schnell gemacht. Das machen wir aber wieder mit normalem Gleis. Das ist, glaube ich, das alte, das ich gesucht habe. Ja, da ist nichts mehr verwittert. Sehr gut.
Aha, geht aber nicht. Doch, geht in die Richtung geht. Gut, wir nehmen trotzdem das Schnelle. Und düsen hier mal. Jetzt ist ein bisschen die Frage. Darauf wollen wir. Das ist eine ordentliche Strecke. Wisst ihr was? Ich würde die Strecke ein bisschen kappen. Das ist ja eigentlich dann fast schon irgendwie so eine Nord-Süd. Keine Ahnung, schlag mich tot, Dingens. Würde ich tatsächlich nicht machen. Sondern wir düsen hier von Kochi. Straight ahead hier rüber. Und dann da runter. Das wäre meine Idee. Das werden wir auch machen. Und zwar gerne so. Und hier vorne mit einer Brücke. So ein bisschen über diese Lagune hinweg. Das ist schon schön hier. Also da hätte ich glatt mal Lust, mich kurz hinzulegen. Also wenn wir hier eine Brücke haben, ich muss mal schnell gucken, die Verlängerung ungefähr. Dann hier übers Wässerchen rüber. Mal gucken, ob das noch was aussieht. Ja, es verschandelt ein bisschen die Lagune, das gebe ich zu. Es verschandelt die Lagune massiv. Mache ich das jetzt nur? Nee, das ist eigentlich nicht schön. Nee, da finde ich es fast schöner an der Lagune vorbei. Sprich, dass wir hier eine Kurve haben. Irgendwie so und dann wieder zurück. Irgendwie in diese Richtung. Aha, dann gibt es aber trotzdem eine Brücke. Aber dann gibt es die Brücke halt im Rücken der Lagune. Das finde ich eigentlich besser. Wenn wir das so haben, hier den hier nehmen. Ich muss mal die anderen Brücken noch tatsächlich aktivieren. Wie hieß denn die Mod gleich nochmal mit diesen vielen Brücken? Ja, das finde ich irgendwie raus. Aber ich möchte hier nicht sowas. Dann haben wir hier wieder auf 90 limitiert, aber irgendwie die Steinbrücke, die passt halt schon fast am besten hier hin. Weil sowas Modernes hier durch den Dschungel durchschlagen, ich weiß auch nicht. Finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Die hier. Ja, sonst nehmen wir die. So schlecht ist die nicht. Wir können die ja natürlich tatsächlich auch immer wieder nochmal wechseln. Stimmt denn die Richtung? Nee, wir wollen nach da hinten. Im Prinzip hätten wir auch hier geradeaus gekonnt. Ja, aber jetzt machen wir es so. Ich finde es so eigentlich okay. Aber wir gehen hier wieder auf den Boden zurück. Nehmen wir mal. Und dann düsen wir hier weiter durch den Dschungel durch. Zack, einmal diesen. Ja, müssen wir hier wieder das Ganze eben haben. Ja, dann geht es tatsächlich da in den Tunnel rein. Ich mache es mal so. Ausrichtung. Eher so. Zack. Ja, weil sonst gibt mir das tatsächlich eine zu lange Strecke, muss ich gestehen. Zweites Gleis. Einmal unauffällig folgen. Und hier irgendwie könnte man natürlich, was man hier machen könnte. Ein Bootsausflug vom Ressort aus. Oder vielleicht sogar hier irgendwie eine, ja, hier eine Insel reinbauen. Die dann irgendwie so ein bisschen wie das hier aussieht. Und dann Busreisen zum Beispiel oder eine Zugverbindung von da hinten machen. Ja, ihr seht eben, also wir haben natürlich 10.000 Möglichkeiten hier. Da ist eigentlich wirklich nur unsere Fantasie, die da im Weg sein kann. Ja, möchtest du einen Tunnel? Nö, möchte ich nicht. Wie ist denn, wenn wir in die Richtung düsen? Dann hätten wir da keinen Tunnel. Dann haben wir hier eine Industrie. So geht es eigentlich auch. Ja, machen wir es mal so, der andere Industrie vorbei. Na, irgendwo einen Tunnel haben. Ja, halb so schlimm. Aber es muss halt nicht unbedingt sein. Da kommen wir wieder auf eine Brücke rauf. Gehen wir wieder runter. Dann bleiben wir auf der Brücke. Es ist ein Hin und Her, weil hier halt tatsächlich ein Hügel ist. Ja, so geht's aber. Das ist okay. Ja, mit 200 machen wir mal. An der Industrie vorbei und Cargo. Ich würde sagen, da kommen wir dann wahrscheinlich schon als nächstes dann mal dazu. Also jetzt machen wir halt hier diese Regio. Ausrichtung. Ja, wir müssen in die Richtung. Diesen hier, aber nicht mit Tunnel. Das muss nicht sein. Wie ist hier? Gehen wir ein bisschen runter. So, gekauft. Dankeschön. Das zweigleisige endet hier. Wir nehmen. Und dann straight ahead hier durch. Allerdings gerne irgendwie so. Da geht es doch schon wieder in den Tunnel rein. Die Ausrichtung. Da hinten ist das Städtchen. Ausrichtung so. Jawohl, straight ahead Richtung Städtchen. Einmal diesen. Was wir dann natürlich noch gucken müssen, das ist logisch. Wir wollen es ja so machen. Wir starten hier. Das ist das Startgleis. Und wollen dann hier in den Bahnhof rein. Das heißt, wir brauchen von hier dann auch eine Verbindung zu diesem Gleis. Das ist ganz klar. Das werden wir uns dann am Schluss ansehen. Wenn wir dort angekommen sind, jetzt aber Yokohama.
Übrigens werden wir morgen in der morgigen Folge die Städte benennen. Das ist klar. Diese, ja, eure Vorschlagsding ist jetzt abgelaufen. Ende Gelände. Aber danke natürlich für die vielen Vorschläge. Ich werde nachher, wenn ich hier aufgenommen habe, mal gucken, wer gewonnen hat. Gut, einen Bahnhof brauchen wir. Ja, ich habe gesagt, wir könnten hier eigentlich doch auch schon mal die fetteren nehmen. Aber ich würde noch mal einen Tag warten, damit wir wissen, wie die Städte heißen. Und wenn das jetzt hier, keine Ahnung, Berlin wird, ich weiß nicht, ob Berlin dabei ist, dann kriegen die natürlich den Berliner Bahnhof. Ich würde hier sowas wie einen Ersatz erstmal hinstellen, damit wir hier überhaupt einen Zug reinkriegen. Das machen wir mal mit dem Düsseldorfer Bahnhof. Mit gerne 10 Gleisen, 400 Meter. Unterschied Bahnsteiglängen? Nein. Ach, das kann man auch einstellen. Das hat mich immer ein bisschen gestört bei ihm hier. Okay, dann stellen wir das mal ein. Schon auch ein sehr, 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 sehr cooler Bahnhof. Und du kommst irgendwie vielleicht so hier hin. Das finde ich eigentlich fast schöner wie sozusagen parallel. Hier hätten wir noch die Möglichkeit, ein bisschen die Stadt rein. Würde ich mal lassen. Das wäre dann wieder eher eine Geschichte für einen Kopfbahnhof. Oder wir machen dich halt wirklich hier rein und ziehen hier nochmal die Gleise durch die Stadt durch. Finde ich eine gute Idee. Machen wir. Irgendwie so. Nee, lieber wirklich zentral. Also, das heißt, die Straße muss weichen. Und du kommst hier hin. Irgendwie parallel zur Straße halbwegs. Schließen wir dann natürlich noch an. Wow. Okay, dann hat also diese Stadt hat schon mal ihren fetten Bahnhof gekriegt. Das sieht man relativ deutlich. Jetzt, wo müssen wir dich anschließen? Ich würde den Bahnhof dann auch lassen. Mal gucken, wie wir die Stadt benennen. Vielleicht lassen wir die sogar bei Yokohama. Ist ja auch ein relativ spezieller Name. Also einmal den hier. Da hängen wir dran. Gehen hier rein. Schon hängt der Bahnhof dran. Vielleicht den hier noch. Jawohl. Einmal diesen. Sehr gut, den haben wir. Jetzt müssen wir gucken, wo ist unser Gleis da hinten. Wir müssen hier einen Bogen. Wir können natürlich jetzt hier rein. Ich finde es aber tatsächlich interessanter, wenn wir hier durch die Stadt durchbrettern. Dafür, ja, brauchen wir dann eine Brücke. Ich würde sagen, am einfachsten von den Gleisen her wäre es tatsächlich, wenn wir hier halt einen Teil der Stadt kappen. Das ist immer irgendwie grausam, ich weiß. Nehmen wir das noch weg. Aber eben, die bauen das ja wieder. Ist eigentlich kein Problem. Hier mache ich mal Folgendes. Eine Straße hier raus. Dann kann ich das hier nämlich so kappen. Und das hier nochmal, dann haben wir hier Platz. Gut. Nein, ich brauche nicht dich, ich brauche ein Gleis. So, einmal mit Kurve. Jetzt haben sie da tatsächlich schon wieder gebaut. Das habe ich doch gleich gerade abgerissen. Moment. Machen wir den hier. Ich möchte eigentlich jetzt hier nicht einen Bahnübergang. Das hat man in der letzten Staffel oft. Dass dann Bahnübergänge sind. Ja, das blockiert halt enorm den Verkehr, das ist ganz klar. Ich möchte hier eher mit Brücken arbeiten. So, hier raus. Oh, gefällt mir. Gefällt mir jetzt schon. Wo ist mein Gleis? Da hinten. Das heißt, wir müssen hier irgendwann da mal die Biege machen. Die machen wir mal fröhlich. Einmal den hier. Und dann irgendwie da rein. Komme ich da rein? Ich glaube, das möchte ein Tunnel geben. Ist das ein langes? Ne, das ist ein zu langes. Gefällt mir nicht. Machen wir anders. Da muss ich hier aber ordentlich Höhe generieren. Kriege hier dann wieder eine Brücke. Ja, geht nicht anders. Ja, dann haben wir hier halt ein kleines Tunnel. Macht jetzt nicht viel Sinn. Es ist aber irgendwie unterm Dschungel durch. Habe ich hier die Portale? Ich habe die Portale auch noch nicht. Ei, ja, das seht ihr. Das sind halt tatsächlich noch ein paar Sachen, die ich noch aktivieren muss. Ich würde das so mal machen. Ja. Also Portale. Eigentlich müsste ich mir das auf einen Zettel schreiben. Das weiß ich doch nachher wieder nicht mehr. Ich versuche mir das mal zu merken. So, irgendwie, nee, Moment. Müssen wir anders machen. Das ziehen wir hier noch mit. Und dann ziehen wir das hier rein. So, und mit dem gehen wir da rein. Und dann haben wir das hier angeschlossen. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir denen aber die Straßen zurück, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Und danach geht es natürlich hier wieder raus und dann geht es nach, jetzt muss ich gucken, da unten. Das ist dann die letzte Etappe. Würde ich tatsächlich dann hier mit der Ausfädelung oder so machen. Jetzt, Brücken. Ich würde hier mal ein paar Brücken über die Stadt machen, beziehungsweise nicht über die Stadt, aber hier über die Schiene rüber. Und danach gucken, wie wir diese Brücken verwenden. Oberleitung ist okay. Irgendwie sowas. Ja, sieht doch okay aus.
Aber im rechten Winkel hätte ich das gerne. Also, dann geht das hier runter. Da können wir aber noch kurz die Kurve aktivieren. Dann wird da auch ein vernünftiges Dingens draus. Aha, das geht hier dann ein bisschen hier rauf. Kein Wunder, wenn wir hier dermaßen eine Steigung haben. Da rein. Mit einem Tunnel. Machen wir. Zack, okay, auch hier fehlen die Portale. Würde ich machen, ist okay. Und hier geht es einfach geradeaus. Da rein. Zack, dann ist das angeschlossen. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Vielleicht doch ein Bahnübergang hier. Ja, wir tun uns natürlich keinen Gefallen, aber im Endeffekt könnte der Verkehr eigentlich da oben drüber. Aber dann ist die Straße wirklich im Weg, wenn hier die ganzen anderen Gleise dann noch rauskommen. Ich verbinde das mal noch. So, dann gucken wir, weil das hier kommt weg, bin ich versichert. Oder wir können es ja so machen, dass wir das hier eigentlich erhalten und die Gleise von hier oben bedienen sozusagen. Und nur die hier nehmen. Da würde ich sogar sagen, wir machen hier mal Folgendes. Dass wir das schon mal bauen, nicht, dass die Stadt da wieder irgendwas hinhängt. Das muss nicht sein. So, einmal so. Und dann geht das hier in die Gleise rein. Zack. Wie wir das dann verwenden, das sehen wir. Vielleicht müssen wir hier nochmal umbauen. Im Moment wird es, glaube ich, so schon mal ordentlich Sinn machen. Da einmal diesen hier, dann haben wir das. Jetzt haben wir das angeschlossen. Jetzt möchte ich mit dem Zug mitfahren. Das heißt, wir werden hier kurz die Linie uns schnappen. Hier ist eh gerade ein Zug. IR1. Die Wegpunkte, wie gesagt, die machen wir am Schluss dann. Linie verwalten. Nach Kochi wollen wir, nicht nach Shantou, nach Kochi wollen wir hier hin. Mal gucken, eingleisig oder sonst ein Problem. Wir haben natürlich die Signale noch nicht gemacht. Na? Ich habe... Achso, das bringt... habe ich jetzt auf die Stadt geklickt? Ja. Allen Ernstes. Gut, also eingleisig. Jetzt fährt er von Yokohama nach Shantou zurück. Ist natürlich auch falsch. Eigentlich müsste er hier nach Kochi. Das können wir ja mal einfügen. Von Yokohama will er nach Kochi. Ich habe... Irgendwie, warum klicke ich denn immer da drauf? Sag mal, ich bin schon wieder gedanklich eins weiter. Das funktioniert nicht. Das ist kein Bahnhof, Herr Eisenberg. Von Kochi, Yokohama. Wir werden uns das zum Schluss nochmal ansehen, aber das müsste ungefähr hinhauen. Gut, dann schauen wir mal schnell. Wie sieht das aus mit den Signalen? Hier haben wir welche. Wir haben hier aber, ein Ernstes, hier noch keine Weiche. Dann kommt die. Oder haben wir da eine Weiche? Doch, da haben wir eine Weiche. Jetzt sehe ich es. Hier haben wir auch eine Weiche. Ja gut, dann machen wir die Signale. Was haben wir hier Schönes? ÖBB. Ja, nehmen wir mal die ÖBB-Teile. Einmal hier. Dann einmal zack hier. Dann einen lockerflockigen Block. Guck mal an, was ich da sehe. Da fehlt ein Gleis. Ein Mini-Gleis fehlt da. Wie habe ich das denn jetzt wieder hingekriegt? Bagger. Einmal weg. Einmal reparieren und passt. Hat das jetzt schon funktioniert? Ja, jetzt haben wir es schon zweigleisig. Aber das, wie soll ich sagen, macht natürlich nicht obsolet, dass wir hier Signale setzen sollten. Also hier einen Block. So. Das ist der Vorteil, wenn man die Signale manuell setzt. Man sieht dann auch immer mal wieder irgendwelche Fauxpas, die man eingebaut hat. So kleine Minispiele, wo man dann nachher suchen kann, warum die Linie nicht zweigleisig ist. Auch nicht schlecht. So, hier geht es ins Tunnel rein. Ist das ein langes? Wir haben eigentlich Tunnelsignale. Da muss ich nur gucken, wo die waren. Ne, das sind sie nicht. Das sind sie. Dich hätten wir gerne. Einmal da, dann hätten wir wieder gerne die normalen. Wenn man die jetzt unbedingt normal nennen will. Fahrtsignal. Passt. Zack, so. Ui, das ist aber eine längere Strecke. Also gebaut wurde es wieder relativ schnell. Wir hätten dann hier ein Signal, dann hätten wir hier eins. Dann hätten wir glatt hier noch eins und glatt hier eins. Und hier vorne lassen wir es. Haben wir jetzt die Möglichkeit, eigentlich ganz rüber zu kommen? Eigentlich, ja, schon. Auch von hier aus, mit dem Teil. Was macht er denn hier? Er geht dann in das Gleis rein. Ist okay. Gut, dann wollen wir da mal schauen. Zweigleisig ist es, ob wir vielleicht bereits einen Zug haben, der hier lang fährt. Weil das möchte ich dann schon noch. Wir werden auch die ganze Strecke am Schluss... Ah, ich bin auf Pause. Wir werden die ganze Strecke am Schluss dann... Oh, guck mal, der fährt tatsächlich genau die Strecke. Einsteigen. Wir werden am Schluss dann natürlich die Fahrt nochmal machen. Das ist ganz klar, wenn wir dann das Ganze fertig haben hier. So, einmal durch die Stadt durch. Boah, das sieht schon cool aus mit diesen verwitterten Dingern hier.
sehr nett. Ist halt eine steinalte Strecke. Hier fuhr halt tatsächlich früher eine Dampflok. Sieht schon cool aus. Ich muss sagen, ich finde natürlich auch die Grafik von Transport Fever 2 immer noch einfach nur extrem gut. Muss ich gestehen. Hab's gestern gedacht, als wir irgendwie mit dem Bus mitgefahren sind. Das sieht einfach stark aus, das Ganze. Gut, einmal über die Brücke rüber. Hier unten ist die Lagune. Wie gesagt, da würde ich gerne was machen. Oh, das sieht halt schon extrem schön aus. Irgendwie mit Schiffen, die hier ankommen oder mit Bussen. Werden uns auch ansehen. Falls ich das dann irgendwie nach Folge 100 noch nicht gemacht habe, gerne in die Kommentare schreiben. Heisi, wolltest du nicht bei der Lagune mal noch was machen? Ja, dann weiß ich das dann auch wieder. So, ist eine längere Strecke, wie gesagt, aber wir können frei fahren. Wir haben auch nicht allzu viele Züge drauf. Apropos Züge, ich habe wieder ein paar weitere noch installiert bzw. aktiviert. Auch Lokomotiven. Wir können hier auf diese Linie natürlich auch noch was anderes setzen. Wir sind ja nicht gezwungen, hier nur diesen blauen Kollegen zu verwenden. Das ist auch klar. So, und irgendwie schön, habe ich schon ein paar Mal gesagt, mir gefällt es halt nicht, wenn alles einfach gerade ist. Mir gefällt das, dass wir jetzt hier ein bisschen in die Grube reingefahren sind. Das ist halt, die Natur ist nun mal so, in der Natur ist relativ, der Stein ist aber Käse. In der Natur ist auch nichts einfach nur gerade. Hallo Bär, bist du Bruno? Wahrscheinlich nicht. Ja, und irgendwie, die Anlage bzw. die Map ist halt doch ein bisschen größer, als ich dachte. Ich dachte wirklich, was habe ich denn gewählt? Ich glaube groß, und da gibt es immer noch riesig und Megalon und keine Ahnung, wie die alle heißen. Und die, ja, die Portale. Das wird tatsächlich das nächste sein, was ich mache. Jawohl. Also die Portale aktivieren, dass wir da eben auch verschiedene haben. Und dann nochmal diese Brücken suchen. Diese ganz vielen. Wie die wohl heißen, keine Ahnung. Falls ihr es wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Eben diese, keine Ahnung, sind ja dann irgendwie bald, keine Ahnung, hunderte Brücken, die man dann zusätzlich hat. Und die sind halt schon alle sehr cool. Die möchte ich auch wieder haben. So, wir kommen langsam Richtung Städtchen da hinten. Sehr nett. Jetzt frage ich mich, ob wir weiterbauen sollen gleich oder sollen wir mal noch die Busse machen für die anderen Städte. Irgendwie geht das mit den Bussen sonst wieder vergessen. Wenn wir keine Busse haben, dann haben wir keine Passagiere. So, hier schön die Einfahrt. Hier mal einmal rüber. Einmal locker flockig eine Kurve. Und schön in den Bahnhof rein. Jawohl, irgendwie möchte ich halt weiterbauen, aber irgendwie, eben, sonst vergessen wir die Busse. Ich würde sagen, wir machen die Buslinie in, ich weiß nicht, wie das heißt, nicht hier in dem Städtchen, das machen wir später, sondern wir machen die Buslinie im Städtchen davor. Oh, schon nett hier. Düsseldorfer Bahnhof, auch ein sehr schönes Teil. Und wir halten an und gucken mal, einen Passagier haben wir. Ja, jetzt haben wir schon drei. Und das, obwohl wir hier noch keine Busse haben in Yokohama. Cool. Gut, also gehen wir mal zurück und schauen. Wir haben Busse in... Hier haben wir sie. Jawohl, das sieht man. Ich habe auch nochmal zusätzliche Busse installiert. Dann würde ich sagen, Kochi kriegt man noch Busse. Immer unter dem Vorbehalt, dass das irgendwie später auch noch Kochi heißt. Das wissen wir noch nicht. So, einmal den hier. Da kommt man außen rum. Wenn wir hier noch eine Verbindung schaffen. Da kommt man durch, hier kommt man durch. Ja, das klappt eigentlich hervorragend. Vielleicht hier noch eine Verbindung. Den Bahnhof entlang. Finde ich jetzt auch nicht so falsch. Machen wir mal. Dann machen wir eine Bushaltestelle. Eine fröhliche. Heißt ein ordentlicher Bahnhof. Warum nicht irgendwie sowas in der Richtung? Straßenanordnung. Tramgleis brauchen wir nicht. Tramgleis wäre zum Beispiel etwas für Yokohama dann. Aha, da haben wir halt die Straße integriert. Wie sieht das denn aus, wenn ich das so mache? Hier. Ich möchte halt wissen, ob ich den Anschluss an den Bahnhof so habe. Das sieht nicht danach aus. Wie sieht es aus, wenn ich dich hier drehe? Passt du hier rein? Ja, wenn ich die Straße kappe. Wisst ihr was? Lass uns aber die Straße kappen. Da am einfachsten. Ja, wieso? Ein bisschen drehen noch. Ja, finde ich schon mal sehr cool. Zack, einmal hin mit dir. Sträßchen dazu. Verbinden. Das ist jetzt keine städtische, das ist aber egal, das hier ist eine städtische. Dann haben wir hier eine schöne Bushaltestelle am Bahnhof, wir sehen. Jawohl, hängt dran. Gut, oder? Doch, doch, der hängt dran. Das passt, dann machen wir Bushaltestellen der normalen Gangart. Gebäude, Personen und dann... Ja, jetzt nehmen wir nicht immer die tropischen, jetzt nehmen wir auch mal andere.
Wir düsen mal hier lang. Halten hier an. Ja, mir wurde noch geschrieben, Heisi, du machst ja die Busse schon wieder so wie letztes Mal. Ja. Das ist nicht irgendwie logisch. Ich mache halt die Buslinien tatsächlich so. Ich sage ja immer, da gibt es kein richtig oder falsch. Sondern das, ich mache das halt einfach so, wie ich es halt nun mal mache. So, hier anhalten. Es ist halt einfach mit einer Buslinie. Man könnte natürlich auch zwei machen, das ist klar. So, dann geht das hier wieder zurück. Ja, ich würde das mal so handhaben. Also, dass man eben wirklich zwei Linien macht pro Start. Ich mache jetzt eine und das aber hin zurück. Oh, haben wir da eine Fehlermeldung? So, angeschlossen. Hä? Okay, diesen hier. Liegt das an der Haltestelle? Nicht, dass die irgendwie eine Macke hat. Moment, wir machen es mal. Dann, Moment, den hier. Den, dann wollen wir hier wieder rein. Und dann eben wieder zurück, weil wir haben einen Rückweg. Ist ganz klar, die Leute wollen ja in beide Richtungen fahren. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, aber wir haben die Fehlermeldung. Kommt man hier irgendwie nicht? Doch, kommt man doch. Machen wir noch ein Sträßchen. Ich habe so den Verdacht, das liegt an der Haltestelle. Zack, hier rein. Konnten nicht alle Haltestellen verbunden werden. Ja, geht nicht. Von Kochi Süd, beziehungsweise Tannweg Kochi Süd, wäre... Hier ist Kochi Süd. Ja, dann funktioniert das Teil irgendwie nicht. Das ist aber irgendwie erstaunlich. Oder funktioniert es eben doch? Wir lassen es mal. Ja, ja, Klüngklüng, ich weiß. Ich lasse das Teil, weil ich finde es schön. Also, machen wir hier aber was anderes hin. Was funktioniert denn mit Sicherheit? Ja, eigentlich die meisten. Vielleicht doch nochmal das Teil. Nochmal in klein. Irgendwie hier rein. Da müsste ich das so haben. Ja, weil so viele Busse machen wir hier nicht. Zack. Okay, sehr gut. Dann hätten wir hier... Moment, die Linie. Aufrufen. Nicht. Moment, hier oben Kochi Süd muss weg. Das muss rein. Das hat noch nicht viel geändert. Kochi Süd muss weg. Das muss rein. Aha, Fehlermeldung weg. Allen Ernstes, das Ding funktioniert nicht. Warum das denn? Das ist ja nicht ein Depot. Nee, nee, das ist tatsächlich irgendwie... Konfigurieren? Ja, da geht nichts. Das ist einfach die alte Bushaltestelle, ganz klar. Da würde ich jetzt kein großes Manöver machen. Was wir auch noch brauchen, das ist auch etwas, was ich hier in Tonnen habe, aber die Hälfte funktioniert nicht. Ja, ich würde das hier mal nehmen. Das haben wir noch nicht, nicht auf dieser Anlage. In schickem Schwarz. Und dann irgendwie hier. Ja, zack, einmal hier hin. Dann schauen wir mal, was wir an Bussen haben. Ach, ich habe nicht umgestellt. Ja, das ist ein berühmter Fehler. Lass ich aber auch. Hier, Bus. So, jetzt passt. Und dann machen wir dich hier hin. Dann haben wir die nebeneinander. Bin ich ja auch schön. So, überall zwei Depots, weil immer die Hälfte nicht funktioniert. Hier haben wir die Busse. Beliebige Gütertypen. Machen wir den hier. Gehen hier nochmal rüber und nehmen City Class. Nehmen wir doch die hier mal. Davon machen wir mal 6 Stück. Ist ja doch eine größere oder längere Strecke. Zuweisen wäre Linie 1. Und die Linie 1 werden wir gleich noch benennen. Das ist dann... Nein, nicht Straßenfahrzeug. Das ist der Bus in Kochi. Jawohl, Hammer. Da sind sie auch unterwegs, die schönen Teile. Gleich mal kurz reingehen. Ja, sieht relativ stark aus, der Bus, wie ich finde. Der Bus Kochi, jawohl. Schönes Teil. Wie sieht der drin aus? Auch okay, glaube ich. Ja, ja, das ist doch auch nett. Ja, da kann man tatsächlich noch mal ein bisschen Omsi spielen hier. Gut, liebe Freunde, die Folge ist rum. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Da bin ich guter Dinge, dass wir dann die Strecke fertig haben. Und wieder zurückdüsen können zum Beach Resort. Und ich würde sagen, wir machen dann beim Beach Resort auch... mal noch die ersten Sachen hin. Und was ich jetzt eben noch machen werde, ich werde mal gucken wegen Portalen etc., dass wir die dann auch im Start haben. Ich möchte aber nicht mit einem Bus Tschüss sagen, sondern gerne noch mal mit dem Zug. Müssten wir nur finden. Irgendwo ist er unterwegs. Hier unten, ich sehe ihn schon. Liebe Freunde, danke fürs Zusehen und dann, ja,
hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.